Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge They Are Billions. Ja, ist doch gut. Ja, kurz vor der Horde. Also, ihr wisst direkt gleich, ob die Folge hier weitergeht oder ob sie direkt zu Ende ist. Und wir neu starten müssen. Hat also auch seine Vorteile, wenn die Horde gleich am Anfang kommt. Ach so. Dose of Infectors are near the colony from the east. From the east würde ja bedeuten hier irgendwo. Dann wird es natürlich sinniger sein, die Balliste hier hinzuknallen. Müsste ich die drei Dinger wegreißen. Das heißt, sechs wären weg. Aber ich habe natürlich ein bisschen Holz und sowas. Energie haben wir genug. Essen haben wir noch ein bisschen. Das heißt, ich kann die beiden mal aufwerten. Und den wegnehmen. So. Och, was hat er denn jetzt? Ist er die Hütte hier auch weggerissen? Das war ja ganz großes Kino. Warte mal kurz. Reicht das nicht schon? Ja. Perfekt. Ja, bedeutet ja aber auf jeden Fall nicht von hier, ne? Ne, das ist auch der Pfeil. Sehr geil. Ihr seht jetzt den Pfeil. Von da kommen sie. Das ist ganz. Ne, ich mach so, dann können die da zur Not sich noch ein paar Bogen-Johnnies hinstellen. Gut. Wir werden also jetzt mal eben hier fix umsortieren. Raus, raus. Ach, raus steht er sie gleich? Auch im Pausenmodus? Das ist ja geil. Sehr gut. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst hier rein. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo sie hingehen, ey. Blick's gerade nicht mehr. Gar nicht. Attention. Building complete. What do you want now? Commander? What? This better be good. What? Oh, da sind schon vier. Problem. Da haben wir jetzt gar keinen. Das wird nicht gut gehen. So. Lass mal eben durchziehen, die Jungs und Mädels. Die Balliste ist gleich fertig. Da kommen sie schon. Schade. Die Balliste wird aber noch gerade fertig. Da haben wir zwei. Hier haben wir zwei. Da haben wir vier. Ich kann dich auf jeden Fall noch. Dahin ziehen. Ich weiß nicht, ob die so weit schießen jetzt. Wir werden sehen. Ich ziehe sie erstmal runter. So. Und dann nehme ich dich besser raus. Und stell da gleich noch eine. Genau dich rein. Komm, Balliste wird fertig. Du bist es gebraucht jetzt. So, sehr schön. Boah, ja, ihr seht, ne, das ist schon jetzt. Aber das geht noch, glaube ich. Oh, der Turm ist jetzt reif. Das ist natürlich schlecht. Komm, 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 komm. Mach sie alle. Reparier. Och, das war's? Nee. Oh. Das war's. Ist ja easy peasy, hä? Das war ja noch easy peasy. Aber wir sind aber erst bei Tag 29.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die Ballista hat uns jetzt den Arsch gerettet. Weil die hauen richtig Damage raus. Gut. Da wieder los. Von da kommen sie irgendwie immer in Massen. Nee, ich wollte eigentlich so einen Johnny haben, ja. Du kannst mal hier die Jungs da unterstützen. Beziehungsweise die Mädels. Was ist los? Naja, sag ich ja. Da kommen sie auch nochmal hier angetuned die ganze Zeit. So, jetzt muss ich nochmal Pause machen. Muss erstmal meine Einheiten hier wieder verteilen. Da ist nur eine drin. Von da kommen auch die ganze Zeit welche. Deswegen können wir die auf jeden Fall damit reinpacken. Die wird irgendwann leveln. So, das waren glaube ich die beiden ganz schlechten. Du kannst dich schon mal da hinstellen. Du kommst in den Turm rein. Was haben wir hier? Da haben wir die Balliste, da haben wir Balliste. Das ist eigentlich safe, ey. Pack dich trotzdem mal da rein. Du kannst da rein. Da ist eine aufgestiegene drin, hier nicht. Du kannst aber auf jeden Fall hier mal zu den beiden Luschen da hinten. Du kannst hier rein. Dann haben wir drei, drei. Eine, kommst du nur dabei. Aber wie gesagt, hier haben wir auch die Balliste. Also alles, was jetzt hier nah an die Mauer kommt, was keine Horden sind, sollten die Ballisten hier eigentlich wegknallen. Das passt sogar genau hier nochmal eine hin und dann hier eine hin. So, reparieren wir. Problem ist hier die ganzen Geschichten, ey. Ich muss jetzt hier erst ein bisschen aufwerten, das nützt alle nichts, Leute. So, jetzt haben wir nämlich auch schon kein Essen mehr, jetzt kann ich eh nicht mehr aufwerten. Aber jetzt bekommen wir nochmal 8 Worker dabei, also 10 Worker. So, jetzt muss ich auf Holz warten, dann stelle ich hier noch eine Balliste hin. Dann haben wir das hier echt safe. Wahrscheinlich für die nächste Horde nicht, ich meine, das war jetzt auch noch eine Popelhorde. Also, ihr werdet gleich... Was heißt gleich? Ihr werdet noch sehen, da kommen ganz andere Kaliber an Horden. Das ist natürlich ein bisschen... Obwohl, da ist noch ein Platz, ne? Ja, sehr gut. Können sie auf jeden Fall langlaufen. Auch da... Ich stelle sie genau hier in die Ecke. Das ist schon... Das ist schon Bombe. Gehe ich jetzt hier eigentlich noch ein Haus wieder hin? Was ich aus Versehen weggeknallt habe. Ich habe eh kein Essen. Also ich muss das jetzt hier schließen, einfach um da Essen zu machen. Und dann werde ich jetzt hier auch noch keine Balliste machen. Dann hole ich jetzt mal hier die... zumindest einen noch hier hin. Und auch noch hier eine Veterane hole ich mal hier hin. Und dich auch ein Pack hier. Ach ja, jetzt kommen da mal welche, weißt du? Ja, gut, dass ich hier gerade dahin geschickt habe. Obwohl, hier haben wir doch noch die beiden stehen, mit denen wir aufklären wollten. 65 sollten wir auch nicht zum Aufklären nehmen. Du kannst schon mal da reingehen. Zack, zack. Genau deswegen wollte ich die jetzt hier runterziehen. Aber da ist immer irgendwas los, die Ecke. Da kommen sie immer. So, der ist voll besetzt. Der, das sollte reichen. Hier ist nur einer. Komm, dann geh erstmal hier mit rein. So. Gucke ich mal ganz kurz durch. Zwei, zwei. Zwei.
Du kannst eigentlich hier auch noch weg erstmal. Da sind drei, hier sind die ganzen Ballisten am Stissel. Du kannst hier mal zur Unterstützung hin, weil da haben wir noch keine Balliste stehen. Die werde ich jetzt auch nicht bauen. Weil ich werde die ganze Mauer wegreißen. Ich werde die komplett jetzt versetzen. So, das heißt aber. Worker. Worker haben wir 8. Sehr gut. Ja, dann gib mir mal eine Silent. Und geh du mal in den Turm rein. Und gib mir mal noch eine Silent. Und dann geht ihr mal raus hier und räum mal ein bisschen auf. Jetzt soll ich nur einen Tacke nach vorne, damit ich hier gleich eine Mauer ziehen kann, beziehungsweise die Türme stellen kann. Oh, da reicht ja sogar ein Turm. Das ist ja sehr geil. Das hätte ich ja nicht gedacht. Könnt ihr mal hier so ein bisschen da schon mal frei machen? Sonst kann ich da gleich keine Mauer ziehen. Sehr schön, das läuft doch. Können wir auch direkt mit dem Tor starten hier. Ja, ich will, soll ich jetzt so eine Mauer machen? Muss ich ja eigentlich schon fast. Dann will ich auch das Tor eigentlich hier hin machen. Wieso kann ich hier nicht? Sehr Enemies. Ja, ich muss mich mal gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. So, obwohl, da brauche ich gar keine langziehen. Das ist totaler Schwachsinn. Mach mal Pause, dann kann ich es zur Not wieder wegnehmen. So. Enemy to close. Geht mir jetzt gerade schon wieder auf den Keks. Muss da echt noch ein Turm hin? Ja, muss es. Vielleicht kriege ich es dann sogar noch ein bisschen weiter rausgezogen. Ich will, dass du mal dahin gehst. Du kannst mal hier stehen bleiben, dass er jetzt mal ein bisschen hier aufräumt. Und dann hole ich mir noch einen Turm hier hin. Ich nehme das Weideland da hinten mit, das ist besser. Ja. So. Kannst du mal noch eine hier hinstellen, bitte? Und dann holen wir die auch noch raus. So. Perfekt. Holz ist schon wieder voll. Dann machen wir noch mal kurz Pause. Ach, ich muss eh warten, bis der Turm fertig ist. Ja, du kannst hier voll in Überwachungsmode gehen. Sehr schön. So. Aber ich habe doch auch... Naja, egal, wir bauen erstmal aus Holz jetzt weiter. Das nützt nichts. Sieht mir auch hier ein bisschen unsicher aus. Das mache ich mal so. Da sollte also auch keiner durch. Da sind wieder Enemies too close. Ich kriege hier noch ein... You again. Better be good.
Oh Mann, ja komm. Junge, Junge. Kann doch alle nicht wahr sein hier. Aber die geben schon gut Gas, ne? Und hier ist das riesen Dingens, wo ich eigentlich hin muss. Aber die Mauer werde ich stehen lassen dann hier, wenn wir hier weiter erschließen. Falls wir so lange leben sollten. So, ich würde jetzt hier erstmal einen Turm hinballern. Ich muss sie erstmal wegnehmen, sonst stehen sie da gleich im Weg rum. So. Ja, wie gesagt, das reiße ich hier gleich weg. Geht mal da, mach, räum mal da den Scheiß da jetzt weg. Da ist doch nicht normal, was da oben steht. Enemies too close. Ja, Enemies too close. Immer noch. Weil ich würde halt mal gerne sehen, wo es hier. Hier muss ich lang ziehen, auf jeden Fall. Dann ein nach innen wieder rein. Enemies too close. Ja. Great idea, oder was? Kann ich eigentlich jetzt auch noch schon direkt? Kann ich. Sehr geil. Die muss ich jetzt taktisch klug stellen. Auch wenn ich dadurch vielleicht ein bisschen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Zack. Sehr gut. Kommt mal mit. Könnte mal mit jetzt hier hingehen. Damit ihr da nochmal eben freiräumen könnt, dass ich die Mauer hier zumachen kann. Jetzt ernsthaft. Laufen sie genau andersrum. Ah, oh, herrlich. So, wäre das eigentlich eine weitere Attack Range 5? 6. Also gehst du in den Turm rein. Du kannst dahin. Balliste ist auch gleich fertig. Läuft also. So, jetzt soll ich aber hier weiterbauen können, oder? Na, endlich, ey. Da kriege ich auch noch eine hin. Sehr gut. Tor hier? Nein, aber auf jeden Fall noch ein Turm. Und zwar reicht einer mittig? Mit der Balliste? Ich denke. Dann mache ich lieber hier nochmal einen hin. Ja, machen wir auch. Und nur wegen der Optik. Sehr gut. Ja, normal sollten sie ja hier nicht durchkommen können. Also sonst müsste ich jetzt hier nochmal lang ziehen. Mauer aber soll ich mir eigentlich schenken können. So, perfekt. Ja, geil, Leute. Geil. Läuft. Gefällt mir. So. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen kacke. Kann ich das auch irgendwie. Ja, dann macht er mir irgendwie alle Türme. So macht er mir alle Mauern. Das ist natürlich auch für ein. Ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt das Sägewerk mitgenommen hat. Dann ist mir alles zu riskant hier. Kann ich das vielleicht auch mit Entfernen machen? Na, läuft doch.
Sagt unser Holz. Muss jetzt gucken, wenn das Holz voll ist. Willst du jetzt nicht verschenken. Das ist ja auch schwer Schwachsinn. So. Ja, also jetzt mit jenen normalen Zombies, dass sich jetzt irgendeiner reinschleicht, hier sollte echt nicht passieren. Und wenn ich die Mauern jetzt halt alle lasse, die ich habe, und vielleicht auch Stein kriege, dann hätten wir schon mal einen richtig geilen, fetten inneren Kern. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier vielleicht ein Holz reinkriege, einen Holzfäller. Obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich noch so viel Holz brauche. Wahrscheinlich reichen die beiden hier. Aber mal zur Sicherheit können wir hier auf Pause dann stellen. Und dann lasse ich hier Farm reinkriege. Farm, ich brauche Essen. Aber hier ist natürlich auch nochmal ein See. Hier kriege ich auf jeden Fall schon mal eine Fischerhütte auch hin. Und ansonsten kriege ich hier natürlich auch noch Häuser hin. Gut. Schauen wir erstmal, was unser... Die eine Farm hier wird natürlich richtig Gas geben, wie ihr seht. 46. 40. Ja, hier immerhin auch noch 30. 32 sogar. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Fischer kriegen wir auch noch hingesetzt. Das passt auch. Ich wollte den eigentlich den angucken hier. 15, wenn ich ihn da reinsetze. Was sagt er? The building doesn't have access to energy. Ach so. Ey, die Frage ist, wie viel ich von der Farm wegnehme. Komm, setz mal. Alles weg. Hier habe ich einen 34er hinkriegen. Ich muss aber vorher 44 oder was, ne? Ja, aber 14 Holz ist natürlich schon fett, ne? Keine Worker sehe ich gerade. Und kein Essen. Aber ist ja kein Thema. Wir können ja das erstmal kurz auf Pause machen, weil das können wir auf jeden Fall noch abreißen. Haben wir noch mal ein bisschen Holz und dann kriegen wir vielleicht noch eine erstmal einen Fischer. Ich weiß nicht, ob ich den noch hinkriege, wenn die Farm da schon steht. 13, obwohl 14. Ich nehme die 13, weil dann brauche ich hier gleich nicht ganz so weit raus. Und wir kriegen auf jeden Fall auch noch. Was braucht die Farm denn nochmal? 4 Energy haben wir, wie viel? Auch gar keine Worker oder was? Essen braucht nie Worker. Sollte man natürlich auch mal wissen. Wir kriegen auf jeden Fall noch 10 Food mit. Nehmen wir die doch mit. 14. Die nehme ich auch noch mit. So, und jetzt hole ich noch eine Farm hier hin. Wenn ich nur 30 Holz hätte. Heißt, ich muss einen wieder anschmeißen. Bedeutet aber, dann habe ich keine Worker mehr. Aber ich brauche keine Worker. Aber ich mache, warte mal, bis der fertig ist, weil der gibt am meisten Holz hier oben. Hier noch irgendwo 3 drinne. 2, 2, 4 waren 3, ne? Nimm mal einen raus. So, ich habe auch schon ewig nichts mehr erforscht. Was fehlt uns noch? Traps. Market. Ja, Market weiß ich jetzt. Will man vielleicht ein bisschen Eisen und so kommen, ne? Ich mache erstmal die Traps, weil die brauchen ja Holz wahrscheinlich und Holz haben wir.
So, jetzt haben wir erstmal genug. Ja, 73 Fuß, da können wir erstmal Gas geben. Und ich will auf jeden Fall noch die Farm setzen. So, 26, 30. Ich nehme den 30er hier. Bäm. So, dann können wir die nämlich jetzt hier abreißen. Sehr geil. Weil den will ich echt für das Warenhaus, weil das hatte irgendwie hier. Können wir nochmal gucken. Stone Workshop müssen wir auch bauen. Aber wo war das Warenhaus? Barry ist klar. Wir haben uns immer noch nicht um Eisen gekümmert. Das nee, warte, jetzt gucken wir jetzt nach dem Warenhaus. Hier. 8 Worker, ja. Ich habe ja hier noch ein paar Hütten stehen. So ist ja nicht. Aber die muss ich natürlich jetzt auch erstmal wieder in Holz investieren, weil es läuft nur ein Holzding gerade. Sehr schön, aber das zieht ja schnell durch. Ich weiß auch nicht, was ich... Was, wie viel gibt. Hier, plus 11. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gut, ihr seht, ich brauche jetzt gleich auf jeden Fall... Die beiden können wir auch noch eben. Und ja, ihr seht, alles was hier ankommt, brauchen wir uns gar keine Sorgen machen aktuell. Auch wenn hier mal so eine schnelle Kombo kommt. Die Balliste knallt gut weg. So. Bin ich jetzt ganz bekloppt oder was? Es fehlt 20. Also Soldier Center, Great Ballista. The main building of the colony, you can order. They are attacking the colony defenses. Oh, hier hinten irgendwo. Ja, das ist natürlich ganz toll. Normal sollte die Balliste da noch hinschießen. Ja, genau da die Ecke nicht, oder was? Naja, gut. So. Expand the maximum storage capacity of resources in gold. Increase the resource production of surrounding buildings. Increase the resource production. Ach so, also. Gut. Wer hier also schon mal total falsch platziert. Obwohl, der nimmt den Holzfäller da hinten mit rein. Hier vorne. Ach guck mal, zeigt er sogar an. Sieht er hier die grünen Dinger? Also zweimal Nahrung, einmal Holz, aber Wind, also Energie zählt es nicht. Und für den Stein zählt es. Hier wird es natürlich enorm für die ganzen Fressensdinger gelten. Und ich könnte es hier schön in die Ecke knallen. Nimmst du hier dann noch mehr mit? Ja, muss ich hier hinsetzen. Guckt euch das an, was ihr alles mitnehmt hier. Ist ja... Granate. Also da werden wir jetzt gerne nochmal einen richtigen Schub kriegen. Ich weiß zwar nicht um wie viel. Müssen wir mal darauf achten, wenn das gleich fertig ist. Plus 40. Ah, das habe ich ja gerade aus. Müssen wir also auch mal wieder anschmeißen jetzt. So. Und dann kann ich hier nämlich auf jeden Fall noch Energy, Holz. Energy brauchen wir. Energy. Energy. Brauche ich 4 Worker für. Da geht's schon wieder los. Gut. Kriegen wir hin. Ich warte jetzt kurz. Wir gucken, was wir jetzt mehr kriegen. Und dann mache ich gleich hier so ein Sägewerk aus. Dann haben wir 4 Worker. Mach mal hier das so. Und mach mal das so. Dann kannst du nämlich hier, da levelst du bestimmt ein bisschen schneller. Du brauchst nicht mehr leveln. Ja, und dann müssen wir uns eigentlich um Soldaten kümmern. Ne, nächste Horde. Ach, guck mal, hier ist schon eine dicke jetzt. Habt ihr das gesehen?
Einfach mal so. Also die nächste Horde wird mit Dicken auch kommen. Oh, das, da reicht Holz nicht. Da brauchen wir eigentlich schon Stein. Das kriegen wir mit Sicherheit nicht hin. Mal noch 9 Minuten, dann ist die Folge durch. Und wie ihr wisst, kamen immer alle 40 Minuten eine Horde bis jetzt. Das wird dann wahrscheinlich die Horde sein, die uns vernichten wird. Weil wir nur aus Holz haben hier. Mist. Ja gut, aber man muss auch erstmal wissen, wie was hier mit den Gebäuden zusammenhängt, ne? Aber das wissen wir ja jetzt. So. Ich könnte Lockout Tower oder Markt, ey. Ich mache mal den Markt, weil ich hatte ja noch irgendwas anderes. So. Ja, also das Warnhaus ist bomb. Jetzt schon. Also plus 8. Auf jeden Fall bei Holz. So, was brauchte ich denn jetzt? Energie brauchte ich. Also. Du kannst auf Pause. Du kannst auch auf Pause, weil ich brauche auf jeden Fall gleich noch ein paar Soldaten. Das kann ich noch hochziehen gleich mit Holz. Oh geil, da kriegen wir sogar hier rein. Ich werde erstmal nur eins sitzen, weil kostet auch 4 Worker. Hier 2 Energy werde ich nochmal hochziehen. Sniper Ei, ja, das ist das große Problem. So, von wo kommen sie denn überhaupt? Was hat er denn gesagt? Dozen of Infected are near the colony from the west. Oh, echt jetzt hier? Das wäre ja eine richtige Arschkarte. Na gut. Würde ich mal sagen, wir sammeln uns erstmal hier. Zumindest die Starken von uns. Und auch die Schwachen. Hier sollte eigentlich reichen, wenn einer pro Dingen im Turm steht. Aber das war's auch schon. Und dann geh du schon mal raus. Und du kannst wahrscheinlich direkt auch mal da reingehen. Du eigentlich. Ach. Tell me. What's up? Any infected around? Aren't there other units to bother? Oh, more orders. Go, 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 go. Attention. So. 1, 1, 1, das passt. Weil hier haben wir die Ballisten, also wie gesagt, die kommen immer so einzeln an, das kriegen die hier hin, wenn die nur einer im Turm ist mit den Ballisten zusammen. Ja. Ansonsten, ich gehe mal hier auf Nummer sicher. Mach das mal noch so. Könnte man natürlich auch noch ein paar setzen. Oder kriege ich sogar noch eine Balliste? Kriege ich auch noch hin. Sehr geil. Na, ist halt die Frage, warum, wo sie jetzt mehr kommen. Obwohl, hier kriege ich auch keine andere mehr hin. Dass ich hier noch auf die Ecke komme. Hier, die Ecke ist der Schwachpunkt. Also die ganz äußere Ecke. Sobald sie in den Tacken rübergehen, dann knallt die Balliste ja rein. Aber Mauer wegnehmen hier ist auch eine scheiß Idee. Wenn ich sie ganz an der Mauer setze, dann nimmt er da noch mit. Na, dann kommt sie wahrscheinlich mehr im Turm nicht mehr rein und raus. Muss ich also so machen. Kann ich nicht. Nein! Ja, gut. Mehr kann ich nicht machen, Leute. Ich kann noch eine Balliste knallen. Dann mache ich das. Die kann ich ja wieder abreißen nachher, oder?
natürlich sogar noch zwei Worker über. Aber kein Holz. Aber das ist so, glaube ich, sogar noch im Betrieb. Also kriegen wir gleich nochmal ein bisschen Holz. Bleib ruhig. Eins, zwei. Oh, da sind zu wenig Einheiten, ey. Da sind noch mal zwei drinne. Ja, die Ballisten retten uns vielleicht den Arsch, wenn wir Glück haben. Mir Holz. Naja, die kommen echt von hier jetzt. Also war so klar, ne? Die ganze Zeit von der anderen Seite. So, der ist voll. Der nicht. Aber die scheinen echt von, wenn sie echt jetzt hier drauf gehen, wäre es geil. Weil hier haben wir die ganzen Ballisten im Radius. Was wir von hier oben nicht hätten. Das sieht ja ganz gut aus. Problem ist, der Turm wird dann ein bisschen schlechter besetzt. Ich muss die Soldaten tauschen. Die haben nicht so eine lange Range. Du kannst da rein. Du gehst da rein. Obwohl, warte noch mal kurz. Das denke ich auch. Ja, so machen wir das. So, dann haben wir 3, 3, 4. Ein bisschen Glück kriege ich jetzt noch. Holz ist fertig. Kriege ich noch die beiden hin. Dass ich die Türme noch voll kriege. Die Ballisten schaffen es vielleicht so gerade eben. Nein. Ja, Leute. Wie gehabt, ihr seht, die Horde steht vor der Tür. Ja, wie gesagt, ihr habt Anfang der Folge die Horde gehabt. Also, gibt es wieder den Cliffhanger für die nächste Horde. Für die nächste Folge, besser gesagt. Ja. Wenn ich natürlich jetzt weiß, dass sie alle 40 Minuten kommt, in etwa, wenn ich auf 120 Tage spiele, kann ich das natürlich beim nächsten Spiel, was wir spielen werden, also wenn wir hier sterben, das auch so planen, dass es am Ende der Folge kommt. Aber ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, so jetzt mal so einen kleinen Cliffhanger zu haben. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, Meinung, Kritik, Lob, Tipps, Tricks, was auch immer. Würde mich darüber freuen und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.